Hallo ihr Lieben, es gab wieder einen Wunsch. Ich soll nochmal so einen Coaster machen mit dem Blumenlook, wo ihr alle wisst, ich bin da schon einige Male dran gescheitert. Es gab ein einziges Mal ein glückliches Ergebnis. Wir versuchen es also weiter, wie mir scheint. Farbenwunsch war gewesen Violett, Rot und Weiß. Habe ich auch schon angemischt und bevor ich mit dem Formen gießen anfange, mache ich die Form immer noch mal sauber. Das mache ich jetzt hier auch mit Klebeband. Ich habe das schon öfters gemacht in verschiedenen Videos, hier und da auch was dazu erzählt. Aber für euch, die das noch nicht gesehen haben, ist eine relativ gute Methode, die Formen sauber zu kriegen und kleine Fusseln, Staub, Rest, Glitter oder ähnliches aus der Form rauszubekommen, ohne jetzt groß schweres Gerät auffahren zu müssen. Denn das Problem ist, wenn ihr mit irgendwas scharfkantigem, rauen Lappen, Schwamm oder ähnliches in den Silikonformen arbeitet, an rumkratzt, hinterlasst ihr kleine Schäden am Silikon selbst, seien es Kratzer, so leicht angerautes Silikon, und das habt ihr nachher in euren Formen dann sichtbar, wenn ihr Resin reingegossen habt und das Ganze abgeformt habt. Deswegen so sanft wie möglich damit umgehen, damit ihr auch so viele wie möglich Abformungen damit machen könnt. Wenn das geschehen ist, Resin habe ich schon angemischt, ungefähr jetzt eine halbe Stunde her, eingefärbt gleich am Anfang, danach stehen gelassen, und jetzt würde ich das Resin kurz in die Form reingeben, dann noch so 15 Minuten ungefähr warten und dann fange ich an mit dem Gießen. Was dann physikalisch passiert durch das Gießen der Farbe, drückt sich das Resin noch mal ein bisschen nach außen, wird gegen den Rand gestoßen und läuft dann in den nächsten, eine Stunde, anderthalb Stunden wieder in die Mitte zurück, was letztendlich dann auch die Blütenform ergeben soll. Betonung auf soll. Es gibt immer so einen heiklen Moment, in dem man warten muss. Bei dem Resin macht man das Ganze zu schnell, werden die Pigmente durchbrechen und bis zum Boden durchsinken, und dann hat man entsprechend keinen Blütenlook. Wartet man zu lange, wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren, wenn das Resin schon zu dickflüssig geworden ist, damit sich noch irgendwas bewegen könnte. Man muss allerdings den perfekten Moment abpassen. Wie gesagt, einmal habe ich es geschafft, die anderen Male nicht so richtig wirklich. Jetzt am Ende mit 45 Minuten bin ich vielleicht sogar noch etwas zu ungeduldig. Aber wenn es jetzt nicht klappt, wird es mich wieder gefesselt haben und ich muss es so lange versuchen, bis ein Versuch funktioniert hat. So, von daher mal sehen. Viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht dazu zu erzählen. Das heißt, ich gieße jetzt die Farben entsprechend nacheinander auf das Resin drauf. Vorsichtig, damit es nicht mit Schwung auftrifft, sondern im besten Falle recht langsam draufläuft. Und dann habe ich wieder so ein Tool, eigentlich aus der Tonbearbeitung, mit einer kleinen Kugel vorne dran. Damit gehe ich dann leicht durch das Resin durch. Auch damit vermeiden, auf der Silikonform lang zu kratzen. Damit gehe ich dann durch. Das ergibt dann vielleicht den Blütenlook, und dann hoffe ich, dass sich alles so verhält, wie ich mir das wünsche. Bis gleich. So, ihr habt gesehen, es ist schön zusammengelaufen. Vorteil, die Rückseite gefällt mir soweit ganz gut. Vielleicht nicht meine Lieblingsfarbwahl so insgesamt, aber die Rückseite ist hübsch. Das heißt, wenn die Vorderseite vielleicht ein Fail geworden ist, kann man die Rückseite auf jeden Fall als Coaster benutzen. Das ist schön.
Und es ist tatsächlich auch einiges gelaufen. Also es hat sich gut nach innen zusammengezogen. Ist so ein kleiner Indiz für mich dafür, dass vielleicht doch die Farbe noch gut durchbrechen konnte, nach unten gelaufen ist und wir diesen Blob-Effekt wieder haben. Mal sehen. Wir drehen das, wir packen es mal aus und drehen es mal um. Oha, gut. Ich war wohl doch nicht geduldig genug. Ist einiges nach unten durchgelaufen, nicht komplett, aber es ist doch sehr blob-lastig. Der Effekt gar nicht mal so schlecht. Also als, ne, wenn man da rangeht und reinschaut, hat das viele coole Effekte. Natürlich nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Ihr ahnt, es wird ein weiteres Video dazu geben mit einem Versuch, wo ich dann noch ein Stückchen länger warten werde. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Insgesamt sagt mir, wie ihr es findet. Also, wie gesagt, nicht das geworden, was es sollte. Finde ich aber dennoch ganz hübsch. Und wenn die Vorderseite nicht gefällt, die Rückseite war auf jeden Fall nice als Coaster. Kann man auf jeden Fall nehmen. Und es hat Spaß gemacht, tatsächlich. Ich werde es weiterhin versuchen müssen. Das nächste Mal taste ich mich mal mit 1 Stunde 15 vielleicht dran. Also nochmal eine halbe Stunde länger, als ich jetzt gewartet hatte, bis ich mit der Farbe anfange. Dann sollte das Resin auf jeden Fall schon noch etwas dicker sein, noch weniger ja, laufen und die Farbe etwas stabiler bleiben, dass sie noch weniger nach unten durchbrechen kann. Wunschdenken, ich weiß, aber wir bekommen das hin. Wenn es so sein soll, dann mache ich das Video gleich im Anschluss. Je nachdem, wann unser Marketing die alle freigibt und hochlädt, kommen die vielleicht sogar in Reihenfolge. Ihr werdet sehen. Am besten, ihr folgt uns, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die zukünftigen Videos nicht. Und dann auch nicht dieses eine, was funktioniert. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. War diesmal ein bisschen kürzer, glaube ich. Für eure Projekte ganz viel Spaß beim Kreieren und bis bald.